Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Banished. Genau, hier im riesig gewordenen kleinen Playtopia, wo wir unsere ganz vielen kleinen Teilstädte haben, wo die Wirtschaft floriert und wo die Schafe auf den Weiden gemütlich grasen, sind wir stehen geblieben, hatten beim letzten Mal festgestellt, dass wir wahnsinnig viel Kohle übrig haben hier unten. Bei unserem Lager haben da auch entsprechend ein bisschen mehr eingelagert. Da kommt auch schon langsam mehr rein. Das Lager ist aber voll. Wieso ist das voll? Wie kann das voll sein? Hallo? Wie kann denn das Ding voll sein? Oh weia. Zu 100% gefüllt. Überrascht mich jetzt ein bisschen. Aber okay. Gut, wir könnten jetzt ein bisschen Nahrung rauslassen, weil, na gut, aber die Ernte läuft. Ja, komm, was soll's. Lass mal ein bisschen Nahrung raus. Ups. 1000. Ja, gehen wir auf 1000 runter, dann gibt's hier ein bisschen Fleisch für alle. Dann gibt's für die Leute da was zu tun und das Lager ist voll. War das beim letzten Mal auch schon voll? Überrascht mich jetzt ein bisschen, aber ist dann halt so. Wie sieht's denn hier aus? Sind die auch voll? 16% nur. Hier. 28% geht auch noch. Und hier 18%. Nee, das sieht alles noch ganz human aus. Auch unsere Märkte sind nicht allzu voll. Mal gucken. Nee, auch die, denen geht's gut. Ich habe den Timer nicht angemacht. Ich war schlau. So, vielleicht jetzt. Nö, sieht eigentlich ganz okay aus. Muss man so sagen, wie es ist. Es sieht okay aus. Ja, wie machen wir jetzt weiter? Wir brauchen auf jeden Fall noch Häuser. Häuser. Und es regnet. Das bedeutet, wir zoomen gleich mal ein bisschen mehr rein, damit wir auch was sehen. Wir können jetzt hier hinten noch ausbauen. Nach hier unten ist noch eine Menge Platz. Aber auch nach hier drüben ist noch ganz schön viel Platz. Ich würde fast sagen, wir bauen hier hinten noch was. Also ich würde hier fast schon einen neuen Stadtteil anfangen. Vielleicht den Pac-Man-See-Stadtteil. Pac-Man-Stadt. Pac-Man-Lake-City oder sowas. Das klingt eigentlich ganz geil. Haben wir gleich mal was zu tun. Natürlich starten wir mit einem Markt. Anders wäre es ja auch langweilig. So hier mittendrin. Und dann bauen wir da drumherum wieder unsere City auf, würde ich eiskalt behaupten. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Ach so, jetzt ist natürlich der, ne? Würde ich ihn vielleicht sogar noch ein bisschen nach hier setzen? So, ja. Na, vielleicht noch ein bisschen runter. So, so schon eher. Bäm, fangen wir einfach mal an zu bauen. Und gucken mal, was bei rumkommt. Ja, voll ins Mikro gekommen. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ich wollte mich nur vernünftig hinsetzen und das ist sowas. So, eine Straße brauchen wir dann natürlich auch, die dahin führt. Wo fängt es denn an? Da, 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 da. Nehmen wir gleich die. Die wird sich dann so schön da rumschlängeln. Bietet sich auch an, dass wir die gleich verbinden. Ja, doch, das kann man so machen. So, dann um den Markt drumherum hätte ich gerne auch noch eine Straße. So, einmal quer drumherum. Genug Leute haben wir ja eigentlich, die da bauen können. Wo geht's denn los? Da. So. Moment. Das sieht jetzt aber nicht richtig aus. Jetzt haben wir hier eine doppelte Straße. Moment, das ist immer schwierig zu sehen durch so ein Stückchen Wald. So. Zu dicke Straßen wollen wir ja auch nicht haben. Das wäre ja Quatsch. Hier könnte man allerdings so eine Art Grünstreifen drumherum ziehen. Das würde schon cool aussehen. Ich meine, wir haben jetzt hier quasi freie Hand, was das Gestalten des Stadtteils angeht.
Dann würde man auch, würde ich auch schon fast sagen, können wir hier eine Steinstraße hinterziehen. Dann geht das alles auch ein bisschen schneller. Pass auf, das machen wir auch direkt. Hier hinten wird jetzt Stein gebaut. Effektiv soll es sein. So, bis dahinter alles aus Stein. Gar nicht erst mit Dreck anfangen. Wir bauen direkt Steinstraße. Dann die Leute auch was zu tun, dann können sie ordentlich dahin rennen. Und genug Arbeit haben wir ja, die hoffentlich jetzt von überall dahin pilgern. Können wir auch mal gucken. Warte mal, Paths? Hier? Path? Ja? Wegfindung? Wir arbeiten da alles. Und von wo vor allen Dingen? Oha, heute. Da kommen wir ganz schön weit her. Hier würde ich auch gerne noch zwei mehr einstellen. Einfach, dass die auch die Straßen bauen. Mehr nicht? Mehr arbeiten da nicht gerade? Dran? 6 von 6? Nochmal gucken. Vielleicht hat das auch noch nicht aktualisiert. Man weiß es ja nicht. Ah, so sieht ja schon eher aus. Ja, viele, viel mehr. Von wo überall? Oh, von hier oben. Oh Gott. Das ist ja super effektiv. Von wo die überall kommen. Hier, von da, von da, von hier, von da. Oh, 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 oh. Und alles findet sich hier zusammen. Um hier einen Marktplatz zu bauen. Einen hübschen Marktplatz. Achso, dann bräuchte man ja auch noch so ein paar Lagerflächen. Ja, doch, das können die alles da hinräumen. Hier haben wir doch Lagerflächen. Nutzen wir die gleich. Ist doch egal. Geht schon klar. So. Ansonsten geht es uns aber gut. Wenn ich mich mal so umgucke. Hammer, hammer, hammer. Selbst Nahrung haben wir, obwohl es da ein bisschen wenig ist. Aber die Ernte ist ja noch gar nicht durch. Also die kommt ja jetzt erst. Wenn ich mal gucke. Production. Oh, weia. Haben wir echt gut 10.000 mehr verbraucht als... Oh weia. Na gut, ob das da... Das Einlagern, zählt das da auch mit dazu? Ich weiß es jetzt gar nicht. Hoffentlich wird das nicht zu böse. Wir werden sehen. Mal gucken, was auf uns zukommt. Ja, wir müssten den ganzen schon ein bisschen entgegensteuern dann. Direkt, effektiv. Jetzt haben wir hier angefangen, einen neuen Stadtteil zu bauen und dann sowas. Boah. 13.000 Nahrung. Ja, mal gucken, was die Ernte sagt, wie es danach aussieht. Können wir uns ja immer noch entscheiden. Entscheiden. Vielleicht kommt auch ein Händler vorbei, dann können wir dann auch noch ein bisschen was abkaufen. Da kommt schon einer. Vielleicht können wir dem noch ein bisschen Nahrung abkaufen. Effektiv. Oder vielleicht hier Hühner oder Kühe oder sowas. Weil das ist ja auch noch nicht ganz voll. Na gut, die Hühner sind schon so gut wie voll. Wie sieht es bei den Schafen aus? Die sind, glaube ich, alle voll gewesen. Und hier sind es 5 von 25. Also Schafe können wir auf jeden Fall noch holen. Um auch den Vorgang zu beschleunigen. Dann, wenn die Gitter voll sind. Die Gatter, nicht die Gitter. Die Gatter, wenn die voll sind. Dann können wir ja entsprechend da auch noch einiges an Fleisch bzw. halt an Nahrung rausgewinnen. Und das auch das ganze Jahr über und nicht nur mal zur Erntesaison. Vielleicht hat, ja, ich glaube letztes Jahr war auch der Winter recht früh da. So, sowas spielt ja da alles mit rein. Das darf man ja nicht vernachlässigen. Ein Händler ist auf jeden Fall da. Zack. Habt das komische Geräusch auch gerade gehört, oder? Ja. Sehr merkwürdig. Gut, was haben wir denn alles? Wir haben haufenweise Zeug. Haben wir bei dem schon überhaupt mal bestellt? Nein, natürlich nicht. Wir wollen keine Seeds, davon haben wir genug. Wir wollen... Äpfel haben wir eigentlich auch. Ja, Beeren nehmen wir gerne mit. Diese Nüsse. Kirschen, warum nicht? Kohle sowieso. Den Rest haben wir eigentlich. Eisen kann er auch gerne mitbringen. Mushrooms und Onions kann er mitbringen. Birnen von mir aus auch. Genauso wie die Pekannüsse. Die Pflaumen haben wir auch noch nicht. Wurzeln können wir auch gut gebrauchen. Und Walnüsse.
Den Rest haben wir eigentlich. So, und das bei jedem Besuch. Wollen wir bitte nur davon was haben? Dankeschön. Vielen Dank. Und was können wir dir denn alles Schönes abkaufen? Ja, Nahrung könnten wir tatsächlich ein bisschen gebrauchen. Hier nehmen wir mal zum Beispiel einfach mal, 2000 Pfirsiche mit. Da können wir hier 500 Feuerholz investieren. Das geht schon voll klar. Traden wir das Ganze. Dann kann er hier noch ein bisschen stehen bleiben. Haben wir die schon, die Pekan-Seeds? Ich weiß es gar nicht. Die kommen mir so unbekannt vor. Ja, anscheinend haben wir die schon. Wir haben alles. Daher sollte das eigentlich nicht das Problem sein. Ja, von der Produktion her. Ja, momentan produzieren wir mehr, als wir verbrauchen. Aber jetzt ist ja auch gerade Ernte, ne? Müssen wir mal gucken, wie das dann im Endeffekt aussieht. Jetzt gucken wir nochmal, was wo die Bauarbeiter alle herkommen. Sie kommen alle von so weit weg. Warum? Ist doch total doof. Naja. Mittlerweile ist er... Ist Benning Taylor? Ach, ne gucke. Benning ist unser Schneider geworden. Ja, warum nicht? Er hat auch eine steile Karriere hinter sich. Hat er hier oben angefangen? Und ja, warum nicht? Kann man ja mal machen, ne? Tack, 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 tack. Ich bin banished. Ich mach Musik. Und das ist lustig. Naja. Ich bin nicht banished, sondern banished ist banished. Ich bin nur hier zur allgemeinen Belustigung, während banished toll ist. Und ich bin halt einfach nur da und bin doof. So könnte man es eigentlich zusammenfassen. Und was ist das? Ach, schon wieder wer gestorben. Nee. Ja gut, wir haben noch genug Leute. Noch ein paar Leute sind übrig geblieben. Ich meine, wenn jetzt alle sterben, das spielt uns ja auch bloß in die Hände, was die Produktion angeht. Ne? Also daher geht das voll klar. Become a student, a laborer, also ist wieder einer dazugekommen, guck mal. Sieht doch ganz gut aus. Fred ist auch ein, ja, süße Leute. Ganz viele Leute. So, hier kommt dann langsam auch das Material angeschwommen. Nahrungstechnisch sind wir wieder bei 20.000, das ist eigentlich sogar ganz gut. Gut, wir haben jetzt noch 2000 Kammer abziehen, die wir dann nochmal extra eingekauft haben. Und was hast du dabei? Kohle. Also Kohle kann man natürlich immer gebrauchen. Ich kaufe jetzt einfach mal auf Reserve ein, weil, keine Ahnung. Hier gehen wir mal 500 Feuerholz hin. Dann können wir hier noch ein bisschen Kohle einholen. Ach, 7, das lässt sich immer so doll rechnen. Was will ich? 125? Da ist schon zu viel, verdammt. Dann 120. Nein, auch zu viel. 115. Mist. 114 waren es. So. Passt besser. Ja gut, dann machen wir halt zwei Einheiten. Schenken wir dem Händler quasi als Trinkgeld. Das ist aber auch okay, das darf man mal machen. Ich meine, das sind ja auch arme Würstchen, die hier die ganze Zeit auf dem Wasser mit ihrem Bötchen rumtuckern müssen. Ja, die tuckern ja noch nicht mal, die paddeln ja. Aber kann man auch schon mal so ein bisschen Trinkgeld dazugeben. So, jetzt wird es wieder Winter, oder was? Ah, es wird Winter. Und das Feld ist noch nicht ganz abgeerntet. Beeilt euch. Der Winter naht. Hier auch. Nein. Da ist fertig. Hier noch lange nicht. Oh nö. Die Kürbisse verschwinden. Das ist schlecht. Wir brauchen doch die Nahrung. Bringt das doch mal alles da rein, meine Güte. Ja, dann müssen wir vielleicht doch noch ein bisschen Nahrung einholen. Sicher ist sicher. Dann machen wir hier einfach mal nochmal 500 ausgeben. Können wir uns nochmal 200 Nahrungseinheiten von was Leckerem. Hier zum Beispiel von diesen Kürbissen, wovon wir jetzt ein bisschen eingeboost haben dieses Jahr. Können wir nochmal 1000 mitnehmen. Und Pfirsiche hätte ich auch gerne nochmal 1000. Nur nicht 2000, 1000. So. Traden wir auch. Und dann haben wir den Ernteverlust des recht frühen Winters im späten Herbst auch wieder gut gemacht. Wieder wettgemacht, wie so schön heißt.
Ja, wir haben den komplett nass gemacht. Das Englische. Ja, gut. Ich höre auf mit den doofen Witzen. Alles okay. Alles okay. Moi, Brownie Wein. Ja, ich habe aufgehört mit den doofen Witzen. Endlich hört er auf mit den dummen Witzen. Nein. Niemals. Ich werde niemals weiter. So. Was ist hier los? Der fährt einfach durch, oder was? Oder ist das der von oben? Das ist dann also der Durchfahrhändler, der Händler, der eigentlich für diesen Trading Post bestimmt wäre. Aber da hier kein Anschluss an den See ist, ist das nicht. Der fährt einfach durch. Auch okay. Haben wir es auch mal ausprobiert. Hätte ja sein können, dass er per Zauberhand seinen Weg findet. Und hier kommt der nächste Händler für den Trading Post, vermute ich. Weil der ist besetzt hier oben. Der hier unten ist auch besetzt. Und der andere Händler ist durchgefahren. Dann wird der hier anhalten. Haben wir im Winter gleich was zu tun. Können wir uns ein bisschen den Trading Post angucken. Ding. So, gucken wir mal. Ding. Trade. Was hast du dabei? Oh, ganz viel Essen. Boah, so viel. Geil. Da können wir einiges mit anfangen. Aber was wir damit anfangen, würde ich sagen, das finden wir alles erst raus in der nächsten Folge von Banish. Denn an dieser Stelle übergebe ich schon an das Moi im Endscreen. Jo, und das Moi im Endscreen guckt sich unsere Nahrung an. Dadurch, dass, ja gut, wir haben jetzt auch ein bisschen wieder was dazu gehandelt. Was waren das so? 4000 Nahrung dazu gehandelt. Da wären wir jetzt abzüglich bei etwa 20.000 Nahrung, was auch noch vollkommen okay ist. Also, eine wirkliche Krise kann ich da jetzt nicht abzeichnen. Ich denke, vieles hat sich dann auch von den Verbrauchtgütern einfach daraus kristallisiert, dass wir auch viel in unsere Reserven gepackt haben. Wir haben ja viele, viele Nahrungseinheiten einfach auf die hohe Kante gelegt, für den Fall, dass wir sie mal brauchen. Und wirklich, na, einen spontanen Nahrungsmangel kann ich jetzt hier nicht feststellen. Gut. Ist ja eigentlich schön so. Ne? Ob es dann doch dazu kommen wird oder nicht, das kann ich leider nicht sagen. Das wird sich, also, beziehungsweise das wird einfach nur die Zukunft zeigen können. Und wie es ist und was ist und wer was ist und ob der Händler uns über den Tisch zieht oder nicht, das sehen wir alles in der nächsten Folge von Banish. Schon morgen. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage, haut's rein und ciao, ciao.